Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, es spricht für die politische Kultur in Deutschland, dass der Bundestag trotz Wahlkampfgetöse ein solch fachlich fundiertes, strategisch weitreichendes Gesetz auf den Weg bringen kann. Ich möchte deshalb vor allem denen danken zu Beginn, die die Arbeit im Detail gemacht haben. Die Berichterstatter, ich nenne Thomas Bareis, mit dem Dank, pro Mieterstromgesetz gearbeitet zu haben, meinen jungen Kollegen Andreas Lenz und dann natürlich ganz besonders Johann Saathoff, Klaus Mintrup und die anderen, die an diesem Gesetz mitgewirkt haben. Endlich bekommen die Menschen in Mietshäusern einen direkten Vorteil von den erneuerbaren Energien. Fast abgabenfrei können Sie den Strom vom Dach des Mietshauses beziehen, auf jeden Fall ohne Netzdurchleitungsgebühr, ohne Stromsteuer, ohne Konzessionsabgabe. Und den Gemeinden, die jetzt schon etwas zu jammern beginnen, kann man sagen, das, was Sie da an Konzessionsabgabe verlieren, das werden Sie bei weitem an zusätzlicher Gewerbesteuer der neuen Unternehmen, die sich bilden, wieder hereinbekommen. Es wurden allerdings einige Bremsen eingebaut. Einmal die Begrenzung auf einjährige Verträge, dann die Begrenzung auf 100 kW und die Volumenbegrenzung auf 500 Megawatt. Ich denke, dass die Mieter in Deutschland von diesem Gesetz sehr gerne Gebrauch machen werden. Die Frage wird sein, wie viele Anbieter werden sich letztlich finden, die tatsächlich ein konkretes Angebot machen und damit den Mieterstrom zur Wirkung bringen. Gott sei Dank hat die Detailberatung auch zwei Öffnungen gebracht. Einmal, dass die Verrechnung nicht von vornherein die sogenannten intelligenten Zähler verlangt, sondern dass die Verbrauchsabrechnung in einer bilanzierten Summenabrechnung gemacht werden kann. Das ist in der Praxis eine große Erleichterung für den Einstieg in dieses Gesetz. Und die zweite wichtige Öffnung war, dass auch Gebäudeteile und Nebenanlagen einbezogen werden können. Ich sehe darin einen Einstieg in eine Quartierslösung. Das ist natürlich eine Aufgabe der nächsten Legislaturperiode. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, diejenigen, die jetzt Land auf, Land ab jammern, dass durch den Mieterstrom zu wenig durch die öffentlichen Netze geleitet wird, sollten sich das Volumen wirklich mal anschauen. Mit 500 Megawatt, also einem halben Gigawatt, haben wir etwa ein 400stel der in Deutschland installierten Stromleistung. Damit ist klar, 0,25%. Da kann man nicht sagen, dass die öffentliche Stromversorgung entsolidarisiert würde. Von den Leitungsnetzbetreibern erwarte ich vielmehr jetzt echte Vorstöße, sachlich fundiert und machbar für die Umstellung der Netzentgelte auf Leistungsbezug. Ich bin dafür, dass jeder Strombezieher
sich gut überlegen muss, wie viel Stromleistung braucht er noch in der kältesten Winternacht aus dem öffentlichen Netz. Und die muss er auch dann das ganze Jahr über bezahlen. Ich halte es aber für falsch, dass man aufgrund der jetzigen arbeitspreisbezogenen Netzentgeltabrechnung den Eigenverbrauch und die Eigenversorgung politisch versucht zu behindern. Auch da, liebe junge Kolleginnen und Kollegen, liegt eine Aufgabe für die nächste Legislaturperiode vor Ihnen. Und im Übrigen, und da schaue ich meinen Kollegen Michael Fuchs an, Michael, es ist Zeit, die Schlachten um die Energiewende zu beenden. Es ist sicher so, die Euphorie ist verflogen. Die Deutschen haben in den letzten Jahren zu den erneuerbaren Energien ein nüchternes Verhältnis bekommen. Und das ist ja auch gut so. Sie wollen die finanziellen Vorteile nutzen, die aus den gefallenen Anlagenkosten kommen. Und sie wollen vor allem auch ein Stück mehr Unabhängigkeit durch die Eigenversorgung. Und für die deutsche Volkswirtschaft wird sich das auszahlen. Der Entwicklungsminister Gerd Müller hat am Dienstag dieser Woche den Startschuss gegeben für das Projekt Bürgerenergie für Afrika. Es geht darum, Energiepartnerschaften mit Afrika aufzubauen. Und in der Konferenz im Genossenschaftszentrum am Brandenburger Tor hat ein Solarunternehmer aus Kamerun gesprochen. Der Schlusssatz seiner Rede war: Wir halten das, was von den Deutschen kommt, stark, denn das funktioniert. Wir haben ein derart großes Vertrauenskapital, dass es gilt, für unsere Volkswirtschaft bei den erneuerbaren Energien und der Energiewende zu nutzen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in der Meinungsvielfalt oft schwer zu entscheiden, wie soll ich mich verhalten? Welcher Weg ist der richtige? Sie wissen vielleicht, mein Beruf ist Förster. Und ich habe in meinem Leben durch die Beobachtung eines gelernt. Immer dann, wenn Sie sich mit einer Maßnahme den Kreisläufen der Natur nähern, dann liegen Sie richtig. Denn das, was in der Natur sich über Jahrmillionen herausgebildet hat, zum Beispiel mit den Rhythmen der Natur, das können wir mit den erneuerbaren Energien aufgreifen in den Rhythmen, aber auch damit in der Stabilität, die in der Bewegung der Natur liegt. Ich möchte das gerne mit einem Zitat noch illustrieren. Es lautet: Wir setzen uns dafür ein, den Anteil erneuerbarer Energien weiter deutlich anzuheben. Die umweltfreundliche Energie ist auf dem Weg, eine volkswirtschaftliche Bedeutung zu erreichen, die sich mit der der Automobilindustrie vergleichen lässt. Gleiches gilt für das Exportpotenzial. Wer das geschrieben hat? Der Wirtschaftssprecher der CDU-CSU, Joachim Pfeiffer, 2005 in der Denkschrift Konjunktur durch Natur angesichts der Regierungsübernahme von Frau Merkel. Lieber Kollege Joachim, ich darf dir das mit den besten Empfehlungen für die nächste Legislaturperiode Lieber Kollege Göppel, das war heute Ihre letzte Rede und Sie haben wieder deutlich gemacht, Sie haben Ihren eigenen Kopf gehabt.
Wenn ich Wolfgang Bosbach zitieren darf, er hätte wahrscheinlich gesagt, hin und wieder haben Sie quer im Stall gestanden bei uns. Aber Sie haben immer sachlich fundiert, detailgenau Beiträge geliefert und Sie haben Brücken zu anderen Koalitionen gepflegt und den Dialog gesucht. Dafür möchten wir Ihnen ganz von Herzen danken und alles Gute, vor allem Gesundheit. Dankeschön. Liebe Kollegen, jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Johann Saathoff für die SPD-Fraktion.